So schön, dass du wieder bei meinem Podcast vorbeischaust, achtsam und resilient, gesund mit der Natur. Mein Name ist Caro Fraundorfer, ich bin selbstständige Apothekerin hier in Wien, diplomierte Resilienztrainerin und Ernährungsberaterin und dein Host für diesen Podcast. Ja, und heute möchte ich eine Folge aufnehmen, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, denn ja, es gibt so viele Trainer, mich mit eingeschlossen, die erzählen, wie man etwas im Leben verändern kann, welche Strategien man erlernen sollte, um leichter ans Ziel zu kommen. Aber was passiert, wenn man es trotz dieser ganzen gut gemeinten Ratschläge einfach nicht schafft, etwas zu verändern, die alteingesessenen Gewohnheiten loszulassen? Was ist, wenn ich nicht aufhören kann, abends meine Tafel Schokolade zu essen oder mein Glas Wein zu trinken? Vielleicht hast du ja schon alles Mögliche versucht, vielleicht auch schon sehr viel Geld ausgegeben. Und nach jedem Scheitern, was passiert dann? Dann fühlst du dich nur noch schwächer und unsicherer. Und ich sehe auch in meiner Praxis so oft Menschen, die ganz verzweifelt sind, weil sie es einfach nicht schaffen, gesünder zu leben zum Beispiel. Und trotzdem haben sie aber eine große Angst vor schweren Erkrankungen und vor gröberen Einschnitten in ihrem Leben. Und deswegen möchte ich heute diese kurze und knackige Folge aufnehmen und dir erzählen, was man in so einer Situation machen kann, wenn man nichts ändern möchte, nichts ändern kann und trotzdem das Leben genießen, eben ohne großen Veränderungen, dass das Leben auch trotzdem lebenswert sein kann. Ja, also gestern, und das hat mich auch inspiriert für dieses Thema, ist eine ältere Dame zu mir in die Apotheke gekommen und hat mir eben erzählt, dass sie ja in dieser Corona-Zeit in den letzten Wochen wirklich sehr viel alleine war und eigentlich nichts hatte. Wahrscheinlich ja das Fernsehprogramm und die Süßigkeiten. Und sie hat große Knieschmerzen und Hüftschmerzen. Das zieht sich jetzt schon seit Wochen so, seit Monaten. Und sie hat wirklich eine unglaubliche Angst vor einer Operation, weil sie eben alleine lebt und sie liebt diese Freiheit. Sie liebt, sich frei bewegen zu können. Ja, und ich habe dann ihr geraten, ob sie sollte sich doch mal überlegen, Gewicht zu reduzieren, weil natürlich, bevor sie so viel Schmerzmittel nimmt, wäre das doch mal eine Möglichkeit, durch eine Gewichtsreduktion auch die Belastung zu reduzieren für die Knie und für die Hüfte. Und das war für sie wie ein Schock, denn für sie ist eben das Süße, die Schokolade, die Süßigkeiten am Abend, dass ihr Leben auch versüßt. Sie hat ja sonst nichts, sagt sie selbst. Und ich verstehe sie so gut. Heute ist sie dann mit Rosen gekommen, das war total lieb. Ich habe mich so gefreut, weil sie natürlich dankbar war, dass ich mit ihr so lange darüber auch geredet habe und versucht, Alternativen zu finden. Ich habe ihr dann erklärt, was sie zum Beispiel statt der Schokolade essen kann, so wie getrocknete Früchte oder ein Naturjoghurt mit Nüssen und Honig. Und heute haben wir weiter geplaudert. Das war schon sehr bewegend. Und deswegen möchte ich diese Folge aufnehmen, weil es einfach so viele Menschen gibt, die sich nicht neue Gewohnheiten aneignen können. Das ist es gar nicht so ein Wollen, sondern sie schaffen es nicht. Wir sind Gewohnheitswesen. Wir brauchen ja unsere Rituale, wir brauchen unsere Routinen. Das gibt uns Sicherheit. Und wir sind auch Genusswesen. Wir lieben den Genuss. Also was können wir jetzt tun? Und diese Folge ist für alle gewidmet, die eben das kennen, die immer wieder etwas ändern wollen, etwas versuchen, sich vielleicht im neuen Jahr vornehmen, die neuen Vorsätze und jedes Jahr scheitern. Das, was ich dir heute mitgeben möchte, ist erstens, dass du mal es annimmst, wie es ist. Verdränge es nicht. Verdränge nicht die kleinen Sünden, die du so in deinem Alltag hast, wie zu viel Schokolade oder vielleicht das Glas Wein oder die Zigarette, sondern nimm es, wie es ist. Und nimm es an. Du kannst dir die Konsequenzen überlegen. Du kannst dir überlegen, wenn du Zigaretten rauchst, welches Risiko du damit eingehst, dass du vielleicht einige Jahre kürzer leben wirst. Das Risiko eines Lungenkrebs natürlich steigt. Du kannst dir auch mal überlegen, welche Konsequenzen das haben wird mit der Chemotherapie, mit der Bestrahlung, einer Operation. Und wenn du dir sagst, das ist es mir wert,
das ist mein Genuss, dann nimm es auch an. Solange du niemanden anderen damit schadest, kannst du für dich selbst entscheiden, das ist deine Freiheit, was du mit deinem Leben machst. Nur ich denke, das Wichtige ist, dass du es ohne schlechtem Gewissen genießen solltest. Denn jedes Mal, wenn du dann dieses schlechte Gewissen hast, dann glaube ich, schadest du dir doppelt. Indem du zum Beispiel die Zigarette rauchst und indem du dir schlechtes Gewissen machst, also dass du dich schlecht fühlst, dass es an deinem Selbstwertgefühl kratzt. Also nimm diese Zigarette, wenn du alle Konsequenzen bedenkst und für dich entschieden hast, dass du diese Zigarette gerne rauchen möchtest, dann genieße es. Und nicht jetzt zum Beispiel, um Stress abzubauen, sondern sei im Moment, genieße die Zigarette und sei dann auch nicht enttäuscht von dir, dass du deinen Vorsatz zum Rauchen aufzuhören wieder nicht geschafft hast, sondern es ist eine Entscheidung. Du kannst diese Entscheidung ja auch immer wieder neu treffen und neu überlegen. Aber in diesem Moment, wo du deine Zigarette rauchst, denke ich, ist es gesünder, wenn du es annimmst und es genießt. Und genau das Gleiche gilt auch, wenn du eine Schokolade isst. Wenn du es dir am Abend gemütlich machst beim Fernsehen und die Tafel Schokolade hast, dann iss sie mit Genuss und mach dich nachher nicht fertig, weil jedes Mal macht dich das in deinem Selbstwertgefühl schwächer, sondern denk dir nachher, es war vielleicht nicht gesund, aber ich nehme es an, so es ist, ich habe es genossen. Und das macht sicher einen riesen Unterschied, wie du die Dinge machst. Und einer meiner größten Vorbilder ist meine Oma. Sie ist fast 102 Jahre geworden. Und ich möchte jetzt überhaupt keine Werbung machen fürs Rauchen. Ich selbst rauche nicht. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn man sich das angewöhnt hat und wenn es für jemanden ein Genuss ist. Aber du kannst es ja auch auf andere Dinge umlegen, also wie zum Beispiel das Glas Wein oder vielleicht bist du ein Couch-Potato und möchtest überhaupt nicht Sport betreiben und liegst am Abend am liebsten am Sofa. Auch dann genieße es und mach dich nicht runter, mach dir kein schlechtes Gewissen. Und meine Oma, die hat Zigaretten geraucht, bis zum Schluss recht viele Süßigkeiten gegessen, aber sie war immer positiv und hat die Dinge immer genossen, immer mit Genuss. Und ich glaube, das war auch ihr Geheimrezept, dass sie so alt geworden ist und eigentlich bis zum Schluss gesund war und ein extrem positiver, wundervoller Mensch war. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass du achtsam lebst. Wenn du etwas tust, dann tu es bewusst. Sei im Hier und Jetzt. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass das so unglaublich wichtig ist und wahnsinnig viel verändert auch. Wenn du auch so diese Sensibilität für deinen Körper entwickelt hast, durch die Achtsamkeit, dann spürst du natürlich auch, was du jetzt brauchst und was du nicht brauchst. Oft brauchen wir einen Leidensdruck, um etwas ändern zu wollen. Das ist ja bei den meisten so. Ist auch okay. Wenn dann wirklich etwas passiert, dann hast du den Druck und dann die Motivation, auch was zu ändern. Ich versuche halt in meinen Webinaren, das eben schon vorher zu entwickeln, diese Sensibilität, dieses Bewusstsein, dass einfach ein gesunder Lebensstil auch für die Psyche wahnsinnig wichtig ist. Und wenn man ein glückliches und gelassenes Leben führen möchte, ist es halt auch wichtig, da auf den Körper zu hören. Aber wie gesagt, diese Podcast-Folge ist für diejenigen gewidmet, die eben nichts ändern können und nichts ändern wollen, was wirklich auch okay ist. Aber trotzdem, sei im Moment und sei auch bereit dazu, wenn dein Körper, wenn du spürst, dass die Zeit reif ist, doch etwas zu ändern, dass du da auch wirklich etwas ändern kannst, dass du auch dann diese Sensibilität entwickelt hast, da hinzuhören. Bei mir war es so, ich habe immer in meinem Leben so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, mir selbst etwas zu beweisen. Das ist schon lustig, dass in den allermeisten Fällen ist man ja selbst derjenige oder diejenige, die sich etwas beweisen möchte, die sich selbst diesen unglaublichen Druck macht.
Und bei mir war das so. Und ich habe seit meinem 18. Lebensjahr die Migräne gehabt. Und dann war ich 24, als meine erste Autoimmunerkrankung gekommen ist. Und dann Bandscheibenvorfall und so weiter. Und ich habe das nie in diesem Kontext verstanden, dass eben dieser Druck, den ich mir selbst immer gemacht habe, auch mit den Erkrankungen zu tun hat. Und dann erst nach ganz vielen Jahren habe ich diese Achtsamkeit entwickelt, diese Sensibilität und das dann verstanden. Und dann war das für mich wirklich leicht, etwas zu verändern in meinem Leben. Und ich habe unglaublich viel verändert. Und das hat mir dann auch geholfen, diesen Heilungsweg, diesen Heilungsprozess zu aktivieren und diesen Weg zu gehen. Aber jeder natürlich, wie er kann. Jeder kann halt nur das tun, wozu er bereit ist. Und das möchte ich dir heute wirklich von ganzem Herzen mitgeben. Mach dir keinen Stress. Mach dir bitte keinen Stress. Gerade heutzutage in den Social Media, man hört eben überall, was man alles tun kann. Und du das, du dies und du kannst ändern, du kommst deinen Zielen schneller, näher und so weiter. Vielen Menschen macht das eher Druck, weil sie das Gefühl haben, wow, die sind alle so erfolgreich, was die alles tun können und ich kann es nicht. Und ich verstehe es auch, wenn ich Menschen mit meinen Inspirationen nicht inspirieren kann. Und das ist auch okay so, weil für mich ist es so, wenn ich einem Menschen wirklich nur ganz etwas Kleines mitgeben kann, etwas Kleines bewegen kann in seinem oder in ihrem Leben, dann ist das für mich mein Erfolg. Und mehr brauche ich persönlich nicht. Und es gibt Menschen, die mit meinen Inspirationen, Motivationen nichts anfangen können. Und das ist auch wirklich okay so. Und das ist dann auch die Aufgabe, finde ich, von den Trainern und Trainerinnen. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe da, dieses Feingefühl zu entwickeln. Und wenn so wie diese liebenswerte Dame, die bei mir war in der Apotheke, wenn sie sagt, die Süßigkeiten, das gehört zu ihrem Leben, das ist ihr Genuss und dass ich das auch wirklich spüren kann, dass ich jetzt nicht sage, sie soll damit aufhören, denn es ist wichtiger, dass jetzt sie ihr Knie schont, dann ist das auch nicht der richtige Weg, sondern ihr auch das Gefühl zu geben, das ist okay, was sie macht und das braucht sie für ihr Leben, um das Leben genießen zu können. Und sie selbst hat natürlich ein unglaublich schlechtes Gewissen und da habe ich eben versucht, ihr auch dieses schlechte Gewissen zu nehmen. Und ich glaube, auch dann ist man vielleicht mehr bereit, wenn man das angenommen hat, vielleicht dann doch etwas zu ändern. Aber das muss dann auch von innen kommen, von einer inneren Überzeugung. Und vielleicht kennst du auch Menschen, die so ihre, unter Anführungszeichen, kleinen Laster haben und die dazu stehen, die strahlen das auch aus. Da würde man nie probieren, dem klarzumachen und den zu überreden, na geh, rauchen ist ungesund, sondern du spürst diese Menschen, die stehen dazu, sagen, ich weiß, es ist ungesund, aber für mich ist es ein Genuss, ich reduziere es, aber die ein oder andere Zigarette, die ist mir wichtig, um glücklich zu sein. Ich versuche das auch zu akzeptieren und versuche auch diese Kunden und Kundinnen auch in Ruhe zu lassen. Also mein Tipp oder das, was ich dir heute wirklich mitgeben möchte, ist, dass du dir eben keinen Stress machst, sei nicht so streng zu dir und bleibe achtsam. Versuche wirklich im Hier und Jetzt zu sein, so oft wie möglich und genieße die kleinen Momente im Leben. Und wenn du jetzt kurz bewusst ein- und ausatmest und dir das überlegst, ist genau das jetzt so ein Moment im Leben, der eigentlich schön ist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Es war wirklich schön, dass du wieder dabei warst. Und es ist schön, dass es dich gibt. Ich freue mich, wenn du dich connectest mit mir über Instagram und Facebook. Ich werde jetzt, wie schon angekündigt, weniger Podcast-Folgen aufnehmen, weil ich mir jetzt auch für meine Dissertation mehr Zeit nehmen möchte. Außerdem läuft ja gerade mein 5-Wochen-Webinar. Wenn du das Webinar mitmachen möchtest, beziehungsweise auch die Studie, dann starten wir Ende September wieder. Aber ich werde sicher demnächst auch mal so eine spontane Live-Meditation auf Instagram machen und Facebook. Also connecte dich mit mir dort und ja, so bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt. Pass auf dich auf, take care, bis zum nächsten Mal, deine Caro.